Wir fahren von Seattle nach Brownsville. Das ist bisher die längste Strecke. 4019 Kilometer. Ich habe keinen Bock. Ich hasse es. Ich will nicht mehr. Let's go. Dieses Video entstand nicht durch eure Unterstützung. Wenn euch dieses Video nicht gefällt, bitte lasst keinen Like da und abonniert auch nicht diesen Kanal. Weil ich habe zu viele Main Games, da komme ich nicht mehr hinterher. Dankeschön. Dankeschön, 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 sehr nett. Alter, habe ich einen langen Mann. Ja, und die Fracht ist auch lang, ne? Nicht schlecht. Ab nächste Woche dann FIFA, ne? Ah. Das kommt ja auch noch. Forza Motorsport kommt ja auch noch. Atomic Heart wollte ich ja auch noch machen. Resident Evil Code Veronica wollte ich ja auch noch machen. Souls Reihe wollte ich auch noch machen. Formel 1 muss ich auch noch fahren. ACC muss ich auch noch fahren. Rocket League macht mir auch Spaß. Call of Duty muss ich auch noch Waffen grinden. Valorant muss ich auch noch ranken. Fortnite ist Liebe. Ich hasse euch. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Boah, der ist mir schon ein bisschen zu lang. Das Ding hier. Alter, was ist das bitteschön? Was mit Starfield? Starfield, ach. Mein Sohn hat schon all deine Freunde eingeladen wegen FIFA. Ich habe doch keine Freunde, Bianca. Und ich kenne deinen Sohn nicht. Seine, nicht deine. Achso. Ja, das ist wahrscheinlicher. Meine Frau spielt momentan Starfield. Sie mag ja auch so Sci-Fi-Welten, genauso wie ich. Und für mich ist das immer so ein... Also, ihr Gemüt ist immer so ein Indikator für mich, wie gut ein Spiel ist. Und heute habe ich meistens nur das gehört. Dieses scheiß Menü. Heb das doch auf. Warum geht das nicht? Was ist das für ein scheiß Roboter? Und ja. Und dann habe ich so ein bisschen bei meiner Frau zugeguckt. Ich muss sagen, Starfield, weiß ich nicht, ist... Hat mich jetzt nicht so angetörnt. Ich mag deine Frau, sie soll auch live gehen. Sie war ab und zu hier zu sehen. Bianca, wir haben auch mal zusammen hier gezockt. Aber dann wollten die Leute wirklich, dass nur noch meine Frau streamt. Deshalb machen wir das nicht mehr. Immer geradeaus. Ich brauche doch auch eine Plattform. Was soll das denn? Spiel mal was Anständiges. Nico, sei ruhig. Geh mich auf den Sack. Ich mach das heute fertig, Nico. Und danach spiele ich nur noch anständige Sachen, versprochen. Nein, das ist auch anständig. Aber ich bin wirklich... Also ich merke einfach, ich bin kein LKW-Fahrer. Ich fahre LKW auch so, als wenn ich Formel 1-Wagen unter Marsch hätte. Aber dennoch bin ich sehr stolz auf mich, dass ich diese Reise hier mitnehme. Born to be wird familienintern übernommen. Ja, das sowieso. Warte mal, bis Babylon alt genug ist. Dann übernimmt er hier den Kanal. Dann benenne ich den Kanal um in Born to be Babylon. Ich bin so gespannt, wie du Lies of P findest. Ich liebe es. Ich liebe es jetzt schon, Bianca. Ich liebe Lies of P. Ich würde mit Pinocchio heiraten sofort, wenn ich nicht verheiratet wäre.
Also, es wird sicherlich nicht perfekt sein. Vom Balancing her so. Also, da wird es sicherlich so ein paar Sachen geben, die auch mir nicht gefallen werden. Aber das Setting und das Drumherum, weißt du, das wird es einfach wieder wettmachen für mich. Deshalb liebe ich es jetzt schon. Ich freue mich sehr drauf. Also mit Lies of P bricht hier auch eine neue Ära ein. Ich hatte ja gesagt, ne, es wird halt immer ein Story-Game nebenher geben. Und Artis ist halt das letzte Überbleibsel von der Zeit davor. Und das machen wir fertig. Wie lief eigentlich Football noch? Das Angespielt-Video kommt morgen um 18 Uhr auf Bontobi TV Frames. Dann kannst du es dir anschauen. Ricardo, moin, grüß dich. E-Football? So für Gelegenheitskicker wie mich ist das eigentlich schon nicht verkehrt. Aber, also Dream Team hatte ich natürlich absolut keine Chance. Ne? Also jeder von denen hatte zwei, drei kranke Spieler im Team. Da machst du nichts. Also ich habe nur auf die Fresse bekommen. Bob ist hier mal wieder. Geil. Schön, dass Bob hier ist. Naja, schauen wir uns demnächst dann auch mal FIFA an. Und das wird wahrscheinlich umfangreicher, auch beim Anspielen. Da wird wahrscheinlich nicht eine Stunde reichen, weil in E-Football hat es jetzt, also der Kern des Spiels ist ja Dream Team, aber ich glaube FIFA ist da schon ein bisschen umfangreicher. Ich gucke zurzeit deine Videos auf YouTube. Freut mich, Ricardo. Schön. Was schaust du dir da an? Da gibt es ja sehr viel zu sehen. Wird auch immer viel zu sehen geben. Ich bin unverbesserlich. Ich spiele jeden möglichen Scheiß. Außer Ponyhof-Simulator. Das habe ich aufgegeben. Ich hab ja sehr lange Ponyhof-Simulator gespielt. Und war da auch eine Berühmtheit. Meine Ponys waren auch immer schön aufgemotzt. Mit LEDs und so weiter. So an den Enden von den Schwanzhaaren und so. Resident Evil zurzeit. Sehr schön, sehr schön. Ponytuning sagst du? Ja, Ponytuning muss. Ricardo. Ich musste leider Resident Evil Code Veronica wieder ein bisschen nach hinten verschieben. Denn ich hoffe, ab übermorgen gibt es dann hier Lies of P zu sehen erstmal und das wird ein bisschen brauchen. Du Fliege, jetzt flieg doch mal einfach in den Lüfter rein. Denn morgen ist Racing Day. Ich habe mich aber noch nicht entschlossen. Ich weiß noch nicht, ob ich morgen Formel 1 mache oder erst ACC. Also Dienstag und Donnerstag Racing Day. Dienstag, Donnerstag machen wir Sport. Oh. Aber mein Rhythmus wird sich jetzt sowieso wieder ein bisschen verschieben, wahrscheinlich.
Oh, ich hasse es. Ich hasse so kleine Veränderungen im Zeitplan. Die gehen mir so auf den Sack. Mein Arzttermin morgen ist um 16.45 Uhr oder sowas. Und das zerstört einfach alles. Und wenn der dann morgen auch noch sofort schnibbeln will oder so, dann weiß ich eh nicht, ob ich überhaupt sprechen kann. Ob ich atmen kann, ob ich überhaupt noch am Leben bin oder im Koma bin, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Sieht aber schon geil aus gerade hier. Egal, Hauptsache du bist da. Es wird aber alles gut gehen. Ich weiß nicht, ob alles gut gehen wird. Ich bin halt traumatisiert, so weißt du. Also was so Zahnärzte oder Zahnarztchirurgen, Pipapo, Kieferchirurgen angeht. Ich bin da traumatisiert, Bianca. Die haben mir als Kind, haben sie mir zwei falsche Zähne gezogen. Das war eine polnische Zahnärztin. Ich kann mich noch ganz gut an die Szene erinnern. Da wurden mir die Zähne gezogen und die Ärztin hat einfach wirklich ohne Scheiß jetzt den gemacht. Oh. So ein auf... Oh, ups. Ja. Und meine Eltern, ich habe denen das gesagt und die haben mir nicht geglaubt. Für die ist es dann halt so, wenn der Arzt rausgezogen hat, musst du raus. Alles gut, mach dir keine Sorgen. Und seitdem bin ich traumatisiert. Benne, grüß dich. Ich hasse es, wenn Firmen ihre Serien nicht auf einmal droppen, sondern jeden Mittwoch eine Folge veröffentlichen. Ja, da fährt jeder so die eigene Politik. Frames. Aber dann wartest du halt einfach. Einfach ein paar Monate warten, bis alles komplett ist und dann einen Tag durchbingen. Als ob du immer noch an ATS dran bist. Ja, 4 Punkte noch, Benne. Die mache ich heute hoffentlich. Also ich habe so bis 4 Uhr habe ich Zeit. Und ich versuche das zu schaffen heute. Okay, dann ist das verständlich. Jupp, Bianca. Aber, also meine Zahnarztbesuche mache ich natürlich immer noch, aber die Tage sind dann immer gut vorbereitet, ne? Also meine Zahnarztbesuche, also diese Standard-Check-Ups und so, ne? Das ist mittlerweile sogar halt so Tradition auch mit Feier verbunden und so. Weil dann kommen meine 10 Cousins auch und dann bringen die mich dahin. Wir sind dann alle in schwarz gekleidet und dann stehen wir vorm Zahnarzt und sind alle bewaffnet und ich gehe dann da rein, lass mich abchecken und so, und wenn ich da rauskomme, werde ich halt gefeiert, so. Einer auf Don hat's überlebt und Don ist aus dem Krieg raus und hat's überlebt. Aber ein Zahnarzt findet das nicht so cool, aber da muss er durch. Er ist halt letztens passiert, vor ungefähr einem Monat, wo ich den Zahnarztbesuch hatte, Bianca. Und da hat er das Ding da entdeckt und meinte, hey, du hast da was. Ich so, warten. Der ist ja ein Bällchen. Hab ich gesagt, nimm raus, die Bällchen. Hat er gesagt, nein, nein. Die Bällchen muss Stibbidi-Stapp gemacht werden. Hab ich gesagt, nee, hier macht keiner Stibbidi-Stapp. Da hat er gesagt, ja gut, dann verpiss dich, ich geh zum Chirurgen. Hab ich gesagt, ja gut, gib mir eine Überweisung. Da hat er mir eine Überweisung gegeben und ich hab's weggeschmissen. Aber seit ein paar Tagen denke ich halt an die Scheiße und so. Vor allem, weißt du, wenn du einmal anfängst, über so eine Scheiße zu googeln, dann kommst du da nicht mehr raus. Oh mein Gott!
was du denn da alles findest, einfach sowas für kranke Theorien, was das alles sein könnte und so weiter. Ich habe Panik geschoben. Alles klar, Benne, viel Spaß, ne? Berichte von deinem Erlebnis. Ja, ich habe dann halt gegoogelt und bin sogar auf YouTube auf Videos gestoßen, wie sie die Dinger da wegschneiden. Und das, was ich da gesehen habe, also das war schon ekelhaft. Ich dachte etwas ekelhafteres als meine Meetings auf dem Klo gibt es nicht. Aber als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, es ist ja wirklich rosig bei mir auf der Toilette. Richtig ekelhaft. Deshalb, also ich werde morgen nur da hingehen und mich von dem beraten lassen. Und ich höre mir dann so die Optionen an, was man da machen kann. Ob es andere Möglichkeiten gibt, jetzt nicht unbedingt halt operieren oder so, ne? Wäre mir schon lieber, egal wie lange es dauert, Hauptsache nicht schnibbeln. Oder nicht Frames. Google ist gefährlich bei sowas, ja, da sagst du was. Hätte ich nicht machen sollen, das ist der größte Fehler überhaupt. Irgendwie habe ich das Ding jetzt natürlich auch lieb gewonnen die letzten Tage, weil ich immer mit meiner Zunge so dran rumspiele. Und es gehört halt zu meinem Körper. Ich möchte es eigentlich auch nicht mehr abgeben so. Vielleicht kann ich es ja mit nach Hause nehmen und dann kann ich euch das mal zeigen vor der Cam. Wenn die das halt wirklich abschneiden müssen. Dann mache ich so ein extra großes Thumbnail noch für YouTube. Ich habe gerade den Film In Time gefunden, den kennt man doch, oder? Das ist mit Justin Timberlake. Und mit der geilen Amanda müsste das sein. Das ist ein sehr guter Film. Der Leonard von Scheiße, wie ist die dumme Serie? Mit den Nerds. Habe ich sogar alles gesehen. Big Bang Theory. Leonard aus Big Bang Theory ist auch mit am Start. Das ist ein guter Film. Guter Sci-Fi-Film. Sehr interessante Welt. Und würde ich empfehlen. Also ich mag Justin sowieso. Die Kamera liebt den Mann. Kann man sich auf jeden Fall anschauen. Den würde ich mir auch sogar angucken. Nochmal. Jetzt, sofort. Während ich Auto fahre. Ich meine LKW fahre. Das Besondere an dem Film war ja, Bianca, ne, dass die Währung in dieser Welt die Zeit ist. Ah, genau, Frame schreibt das halt gerade auch. Das war doch der mit Zeit ist Währung, Lebenszeit. Genau, richtig. Das heißt, immer wenn du bezahlst, bezahlst du auch von deiner Lebenszeit. Richtig gute Basis, so richtig gute Grundbasis für einen Film. Damit kannst du so viel machen. Das würde auch in einem Videospiel funktionieren. Vor allem mit so einem Roguelike. Die Eigenschaft. Deswegen ist der Film so gut, wer es versteht. Ja. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich fasziniert war. Und der war auch wirklich gut inszeniert, auch gut geschrieben. Also die Dialoge waren gut. Der Cast war gut.
Ich muss echt mal wieder ein paar Filme schauen. Ich gucke so selten, also ich konsumiere momentan so selten Filme oder Serien. Das Einzige, was ich halt letztens gemacht habe, weil mir das empfohlen wurde hier. Ich habe die One Piece, ein, zwei Folgen habe ich, die ersten beiden Folgen habe ich One Piece geschaut. Und hat auch Bock gemacht, hat Spaß gemacht. Hatte ihn mal in der Schule geguckt, aber nicht zu Ende. Bist du eingeschlafen oder was, Frames? Dann schau ihn dir an, der Film ist echt gut. Ich muss noch die letzte Staffel schauen, Bianca. Die habe ich noch nicht gesehen. Oh, Digga, was passiert hier? Oh, scheiße. Ui. Achso, die Stunde war zu Ende. Okay. Ja, das ist belastend. Aber das ist ja auch mega dumm, ne? Wenn man einen Film reinwirft, den man dann nicht zu Ende schauen kann, Stunde zu Ende. Habt ihr nicht in der nächsten Stunde weitergeschaut? Nö, glaube nicht. Mhm. Scheiße, der letzte Film, den ich gesehen habe, ne? Das war echt Barbie. Wenn mich irgendjemand fragen würde, so. Aus meinem Bekanntenkreis, hey? Was hast du zuletzt geguckt? Barbie. Kein Kommentar. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Doch, habe ich echt. Ich habe Barbie geguckt, Bianca. Weil ich Margot Robbie Fan bin. Ich liebe diese Dame. Eine wundervolle Schauspielerin. Ich kann den Film Babylon mit ihr empfehlen. Der ist zwar ein bisschen lang, aber der Film trägt sich echt. Brad Pitt spielt damit. Sie spielt damit. Dann noch ein paar Bekannte. Oh, ey, die macht das so toll. Ja. Also der Film war scheiße. Barbie war scheiße. Aber Margot Robbie war toll. Und Dings war auch gut. Ryan Gosling. Das ist so genau die Rolle. Da passt er halt rein. Ken. Immer selbe Miene, emotionslos. Ryan Gosling, der macht überall dasselbe. Ich weiß gar nicht, kann der überhaupt schauspielen? Ich wollte zu Gran Turismo oder The Nun 2, der jetzt auch rauskommt. Ich habe The Nun 1 auch nicht gesehen. Aber ich muss die eigentlich gucken, weil die ja auch im Conjuring-Universum sind, ne? Frames. Und Gran Turismo werde ich mir wahrscheinlich dann auch auf Blu-ray mal abchecken. Bin ja nicht so ein Kinogänger. Also ins Kino gehe ich wirklich nur für Margot Robbie. Alleine. In einem pinken Anzug. Mit einer Einhornpuppe. Was ist da los? Ne, mein nächster Kinobesuch wird Dune 2 sein. Ich
Gran Turismo wird bestimmt auf Netflix oder so erscheinen, wenn Sky sich nicht die Rechte sichert wie bei Uncharted. Weiß ich nicht, also irgendwo wird es bestimmt erscheinen. Was würde mehr Sinn machen? Netflix würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, weil ja auch Drive to Survive da läuft und somit sowieso schon eine Rennzuschauerschaft hat. Also die Plattform, vielleicht macht Netflix da mehr Sinn, je nachdem. Weiß aber nicht, wie sind denn so die Kritiken? Frames, weißt du das? Also wie hat der Film abgeschnitten? Überraschend gut. Aha. Das ist interessant. Instabile Internetverbindung. Warum? Doch nicht. Wo ist die Tanke hier lang? Na, hin. Jetzt muss ich auf meinen Hintern aufpassen, dass ich hier auch reinpasse. Ist natürlich sehr schwer, mit so einem langen Ding überall reinzukommen. Da musst du ja schon ein bisschen abwägen. Okay, mehr rechts rum vielleicht, mehr rechts rein durchzwängen so ein bisschen. Ab und zu kannst du natürlich die Sachen auch so ein bisschen anstupsen und dann kommst du ein bisschen tiefer rein, aber oder wie jetzt, ne? Dann gibt es Ärger vorne rum. Scheiße. Ey Nick, was geht? Scheiße. Ich kann mit so langen Dingern nicht umgehen. Ich hoffe, das hört sich keiner irgendwie podcastmäßig an. Der wird sich auch denken, Alter, worüber labern die da? Was ist da los bei denen? Auf was für einer Plattform bin ich gelandet? Bianca sagt, wer braucht denn sowas Langes? Weiß ich nicht, Bianca. Guck mal kurz, wie viel Schaden. 1% ist okay, akzeptabel. Oh, Motor aus. Uiuiui. Und weiter. Demnächst links abbiegen. So, jetzt haben wir erstmal wieder Ruhe für 1800 Kilometer. Nach links ab. Boah, diese Fliege, die geht mir gerade mega auf den Sack. Also ich werde jetzt wirklich nur noch lange Touren nehmen, weil die natürlich am meisten EP geben und hoffen, dass ich hier mit drei, maximum vier Touren dann durch bin. Und dann gehe ich raus aus ATS als Multimillionär. Ein Moment der Schwäche. Bitte links halten. Ich
Ja, aber das ist völlig normal in Gelsenkirchen, weil in Gelsenkirchen hast du nur stabiles Internet zwischen 18 und 20 Grad. Wenn es darüber hinaus ist, also wenn es so 21 Grad ist, dann funktioniert hier gar nichts. Also auch nicht nur Internet. Straßenbahn funktioniert nicht, die Leute funktionieren nicht, niemand arbeitet. Und genauso wie wenn dann 17 Grad ist. Also du hast wirklich nur 2 Grad, wo alles läuft. Hier war vorhin Gewitter, da hing alles, Netflix, Handy. Also ich habe hier noch nichts mitbekommen. Bitte links halten. Vielleicht kommt die Gewitter auch hier hin. Bianca, wie war denn dein Tag? Ist das mein Internet oder deins? Frames, es ist meistens immer mein Internet, Frames. Es ist mein Internet. Frames, es ist mein Internet. Geh mir nicht auf den Sack. Es ist immer mein Internet. Na, ich hatte einen Aussetzer. Stream hat wohl neu gestartet. Ich muss diese Fliege irgendwie loswerden. Der Fliege eine Klatsche. Ja, das kann nicht schwer, weil die Fliege ständig hier so in meinen Rechner rumfliegt oder am Monitor ist. Wenn ich da eine Klatsche gebe, dann gebe ich auch anderen Dingern eine Klatsche. Das wollen wir ja nicht. Mal sehen, wie viele Controller ich während meinem Durchgang in Lies of P kaputt mache. Felix, moin! Grüß dich. Ey, Allah, Salim. Senderson. Ne habt denn? Ah, ist mir nicht echt ein Top-Ram. Hayırdır ya? Lan oğlum, İngiltere'ye gittin, adını Felix mi koydun? Çok değiştin sen ya, eskiden böyle değildin sen. Ich sag 3. Meinst du, ich brauche 3 Controller? Die hätte ich da. Alles gut. Überleben wir. Ich habe mir ja noch so einen Switch-Controller bestellt. So einen Switch-Pro-Controller. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Sollte morgen auch ankommen. I'm fine, Top Ram, thank you. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldeyim. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Gördüğün gibi. That's like
A never ending story hier. Noch 3000 Kilometer. Was du singen? Übersetzt heißt das? Ich laufe Tag und Nacht. Tag und Nacht. Ich weiß nicht, in was für einem Zustand ich bin, aber ich laufe Tag und Nacht. Ich laufe Tag und Nacht. Ey, ich nehme gerade echt ein paar schöne Songs auf, ey. Rechts halten und dann los. Aber irgendwie, ich wollte das Ganze ja hier online mastern. Nimm die Ausfahrt rechts. Aber ich weiß nicht, ob mich das dann vielleicht zu sehr beeinflusst. Beim Mastern. Dass ich meine Vision dann doch nicht umsetzen kann. Und ich glaube, ich produziere weiter in Offline. Hier fährst du Tag und Nacht. Genau, Bianca. Jetzt habe ich die Nachricht von ihm nicht gelesen. Erinnerst du dich? Warte mal, warte mal. Das ist nach oben gerutscht. Warte kurz. Frames, warum redet Chantal wieder nicht? Warum machst du immer Chantal kaputt? Abi Türkiye bugün tek kişiden 20 pound tip aldı. Ablayla çok ilgilendim. Kaptık 20 pound'u. Güzel. Keyfini çıkar. Ich erinnere mich, aber warum funktioniert Chantal bei dir nicht, Frames? Was ist los bei dir? Also sogar die KI, die hat keinen Bock auf dich. Sogar der Bot hat keinen Bock auf dich, Frames. Mega weird. Kriegst deine Punkte später. Der Arme, sagt Bianca. Ja, ich kann nichts für. Der hat das letzte schon die ganze Zeit probiert. Aber irgendwie, irgendwie möchte Chantal nicht. Vallahi hiç bilmiyorum toprağım. O konularda hiç bilgim yok. Ama olabilir. Bir şeyler değiştiğini biliyorum ama tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama bakarım senin için istiyorsan. Bir araştırırım. Chantal mag dafür den City. Bei Zitterau funktioniert Chantal einfach. Tja, Frames. Ich weiß nicht, woran es liegt. Zitterau, grüß dich. Was geht? Moin, moin. Ach, CD, ich versuche die letzten Punkte zu holen. Why title is so long? The stream title? That's not too long, man. That's not too long. Was ist denn daran lang? Was ist an dem Stream-Titel bitte lang? Was steht da? Born to be Langstreckenfahrer, weil ich viel zu wenig EP bekomme für Kurzstrecken. Was ist denn daran lang? Kann man doch als Titel benutzen. Ist doch alles cool. It's not long, man. Sinirden toprağım. Oyun bitmek bilmiyor. Gidiyorum da gidiyorum. Gidiyorum da gidiyorum. It's a never ending story again. Und ich komme natürlich nicht auf Topspeed jetzt, weil ich so einen langen Teil habe. Oder auch einen schweren Teil.
Aber so langsam kann ich damit auch umgehen. Jetzt hat sich die Fliege irgendwie verdoppelt. Jetzt fliegen hier gerade zwei rum. Wie das denn? Hier ist alles zu. Wo kommen die her? Ja, am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, mit so einem dicken Ding hier umzugehen, aber jetzt geht's. Hey, Elite, was geht? Bei mir ist alles gut. Ich konnte mal wieder mit einem Kalle regen wegen dieser Grundi-Sache. Und? Verstehe mich nicht falsch. Mich interessiert Grundi absolut null. Aber wenn es um Kalle geht, dann höre ich euch. Dann habe ich ein Ohr. Lan, du fliegst! Hey, Elite. Alles gut bei dir? Grüße zurück. Nein, ich habe hier kein Fliegenproblem. Mm-mm, alles gut. Auch schön, es wird Tag. Die Nächte sind wirklich immer sehr schlimm. Sind sehr, sehr schlimm. Alle haben sich davon distanziert, was er geschrieben hatte, zumindest auf Mod-Seite. Ja, ich habe davon leider nicht viel mitbekommen. Zittauer. Die waren ja alle in der Zeit, waren sie alle da on stream. Das hätten sie dort instant machen sollen. Weil, wie gesagt, ich habe ja keine Probleme damit gehabt, mich zu erklären oder... Don macht wieder LKWs kaputt. Ja. Oder mich zu rechtfertigen. Das habe ich ja gemacht, weil wir uns eben alle so lange kennen. Und ich bin der Meinung, ich habe das nicht verdient, was sie da mit mir abgezogen haben. Ich habe diese Kommentare nicht verdient. Auf keinen Fall. Ich habe es auch nicht verdient, dass man mich da nicht beschützt hat. Und es hat mich traurig gemacht, Zittauer. Und ich möchte einfach nicht mehr traurig sein. Ich möchte keine Trauer in meinem Leben haben. Weshalb ich dann auch drastisch, sofort, konsequent diese Leute aus meinem Leben verabschiedet habe. So, das war es, was ich getan habe. So. Es geht ja nur um die eine Sache so, was mich halt mega, mega traurig gemacht hat. Aber ansonsten, ich hab mit niemandem Probleme. Ich wünsche denen alles Gute. Außer Grundi, so den kannst du in die Tonne werfen, aber ich wünsche denen allen das Beste. So, das sind auch feine Jungs, gute Jungs. Gehen alle ihren Hobbys nach, so, das ist auch fein, das ist mega nice, aber, ne? German Truck Simulator, Jokmo. Euro Truck Simulator, was? Ohne einer dem? Stimmt, American Truck Simulator. Und Julian, ich mache keine LKWs kaputt. Heute habe ich noch keinen Unfall gemacht, aber gestern hatte ich einen krassen Unfall. Richtig krank war das. Kommt, glaube ich, die nächsten Tage auf TikTok und Shorts. Ja, oh, flieg doch mal nicht rum jetzt. Digga, das Zimmer ist so groß. Flieg doch mal woanders. Woanders hin. Check mal die Wohnung ein bisschen ab. Lass mich in Ruhe. Ich werde mal schlafen. Morgen klingelt der Wecker um 5. Ja, bei mir klingelt Babydon wahrscheinlich schon um 6. Schlaf gut, Bianca. Wir hören uns. Küsschen. Wie gesagt, ich habe da kein böses Blut mit den Leuten, mit denen ich heute keinen Kontakt mehr habe. Aber auch für alle anderen Streamer oder so, dass ihr das auch verinnerlicht. Die Leute, also vor allem die Zuschauerschaft, ne? Also die, es gibt Leute, die bei mir abhängen und die trotzdem
immer noch bei denen abhängen, obwohl sie wissen, okay, wir haben kein Kontakt mehr oder whatever. Die Sache ist einfach, die Leute sollen sich ihre Unterhaltung da abholen, wo es denen gerade am meisten Spaß macht. Es kann sein, dass es drüben gerade interessanter ist. Oder dass es hier interessanter ist. Das ist alles kein Thema. Das ist auch völlig okay. Jeder soll sich seinen Spaß abholen, da wo er es auch bekommt. Jeder soll eine gute Zeit haben. Guck nochmal genau, wer hier wen versklavt. Wart erstmal ab, wenn die BTB Network Zeit kommt und dann. Und dann werde ich dich sehen. Erster Aufenthalt in Salina. Mein Twitch buggt? Nee, das bist du. Try. Das bist du. Das ist nicht dein Twitch. Findest du? Ich finde die App gar nicht mal so verkehrt. Also bei mir hat sie bisher noch nie Probleme gemacht. Und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Der fährt auch noch weiter vor. Frech. Bei mir spinnt die absolut. Hast du noch einen 3310? So gemoddet. Aus den 90ern? Der Sub war zum Beispiel vor ca. 10 Minuten eigentlich. Achso, ja, das kann sein. Man muss ja dann, glaube ich, aktualisieren und das dann irgendwie teilen oder so. Ich hatte das auch schon mal, dass ich irgendwie Wochen später bei jemandem reingegangen bin. wo dann dieser Sub-Alert kam. Obwohl ich vor 2 Wochen gesubbt hatte. Finde ich auch immer sehr strange. Hoffen wir aufs Beste. Mal sehen, wo die Reise hingeht. Wichtig ist, dass wir einfach nur Spaß haben auf unserer Reise hier. Und dass wir Spaß verbreiten. Auch wenn nur ein einziger gerade Spaß hat. Nur das reicht. Nur dafür lohnt es sich. Alles andere ergibt sich von alleine. Du hast Spaß? Schön. Krass, Alter, krass. Ja, da doch. Also, ist ja auch jemand, der wahrscheinlich Spaß dran hat, irgendwie 10 Stunden lang Steine zu vermöbeln, Star Citizen auf irgendeinem Planeten, wo die Hunde sich langweilen und vor Langeweile sterben und dort irgendwie Sachen abbauen. Also wenn dir das Spaß macht, dann macht ja alles andere sowieso Spaß. Nee, meine Gedanken sind aber so random, ich bringe mich selber zum Verzweifeln.
erläutere das mal. Gib mir mal ein Beispiel. Wusstest du, dass Pferde Tauben essen? Das sind so Sachen, die dich zum Verzweifeln bringen. Nee, wusste ich nicht, aber interessanter Fakt. Der Elite, ne, der hat vorhin was Schönes eigentlich geschrieben. Daran sollten wir uns alle halten, glaube ich. Rede dir selber keinen Fehler ein, hat der Elite geschrieben. Und das ist so ein wichtiger Satz. Das ist so ein wichtiger Satz. Denn im Endeffekt... Komm schon. Denn im Endeffekt öffnen wir unsere Privatsphäre. Wir öffnen ein Fenster zu unserer Privatsphäre. Punkt. Alles, was wir entscheiden, das kann kein Fehler sein. Wir müssen es uns so bequem machen wie nur möglich, denn in erster Linie wollen wir ja unseren Spaß haben. Also ich rede jetzt, wir Streamer. So ein wichtiger Satz. Red dir keinen Fehler ein. Elite, danke für diesen Satz. Es ist wirklich so. Ich brauche mal ein bisschen länger, bis ich alles verarbeite. Elite. Aber es ist nicht so, dass ich irgendwie nicht drüber nachdenken würde, worüber wir uns hier so unterhalten oder was ihr so von euch gebt. Das hat alles Impact auf mich. Aber den Satz, wusstest du, dass Pferde Tauben essen, das kann noch warten. Die Verarbeitung kann noch warten. Vielleicht nächstes Jahr können wir uns vielleicht mal im Detail drüber unterhalten. Try. Ach Mann. Taube ist aber lecker, ich verstehe das Pferd. Echt? Habe ich noch nie gegessen. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts. In die Ausfahrt rechts. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also ich wüsste auch nicht, wo man hier irgendwie Taube herkriegt. Aber ich bin sowieso nicht so der Fan von Geflügel. Ich tue mich schon schwer mit Hähnchen. Über Ente brauchen wir gar nicht reden. Aus Interesse würde ich vielleicht mal probieren, wenn sich die Gelegenheit ergibt, Elite.
geradeaus. Was war das? Wie ist das denn passiert? Ich lade mal neu. Autosave regelt. Und ich glaube, diese Folge kommt nicht auf BTBTV. Das zeigen wir den Leuten nicht. Was in der Folge hier alles abgegangen ist. Nee. Was ist das denn? 09. Ja, das, ne? Die Folge behalten wir für uns. Okay, wir fahren los. Ein Huftluggel? Was ist das denn? Wisst ihr, was ich jetzt gemerkt habe, jetzt nach der Unterhaltung von vorhin? Ich habe gemerkt, wie schwer es mir mittlerweile fällt, mich zu erklären. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ich mich gar nicht mehr erklären möchte. Kann das sein, Elite? Dass ich da keinen Bock mehr habe? Wer redet da gerade über Harry Potter? Harry Potter hat einen kleinen Schniedel beim Popobums gefangen. Rechts halten und dann die Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Hast du was gesehen? Nein, also Huftluggel. Achso, man sagt das dann so. Wenn so random was passiert. Okay. Sprachen sind lustig. Nee, ich glaube, du machst diese Sprachen lustig. Diana, danke fürs Teilen. Herzlich willkommen. Ja, kann sein, aber musst du das dich erklären? Naja, also wenn es jetzt nicht City gewesen wäre, dann hätte ich mich wahrscheinlich nicht wieder dumm und dämlich geredet, das nicht. Und ja, ich muss mich nicht erklären. Ich muss mich auch nicht schlecht fühlen, wenn ich mich nicht erklären möchte, oder? Ach, weiß ich nicht, ey. Ich bin momentan schon ein bisschen komisch drauf. Julian, erzähl. Meine GPU langweilt sich in OBS bei P3. Ja, das ist auch gut so, Julian. Streamst du auch mit 8000? Guck mal, ein High Preset macht nur was aus, wenn du mit niedrigen Bitraten streamst. Bei 8000 ist der Impact nicht so groß. Also der Unterschied von P3 bis P7 ist nicht mehr so groß. Der einzige Unterschied ist, dass ihr weniger Video-Encode-Auslastung habt.
Ich habe heute noch Tests gemacht. In Rocket League unter anderem. Habe ich mal so Tests gemacht. Und alles genauer nochmal unter die Lupe genommen. Und es gibt wirklich keinen Unterschied. Ja, aber ich gucke dann im Dashboard und Twitch sagt instabil, Grundbitrate zu hoch. Aber es kann nicht sein. Hast du bei dir, wenn du OBS Stream, Stream Pipapo ignorieren, hast du da einen Haken drin? Ich stream auch mit 8000. Und du bist ja auch affiliiert, ich auch. Ich bin ja nichts Besonderes. Welches OBS benutzt du denn? Also ich hab da keine Probleme. Ich lade ja auch die VODs immer runter, ne? Weil ich die dann halt zusammenschneide und die VODs, die sind immer über 8000 Bitrate. OBS Studio, ganz normal, okay. Da müsste es eigentlich gehen, Julian. Ah, hier ist nichts mehr instabil. Wusstest du, dass ein Bezoa eine sternartige Ansammlung von unverdaulichen Materialien wie Haare in Mägen von Tieren, die sich Leute früher in Tee gedippt haben, da es angeblich Gifte entfernt. Einen Moment, Leute, ich muss kurz mal hier pausieren. Ich muss kurz pausieren. Hallo Donny, den Frames mag ich auch, mach manchmal nur Spaß. So. Vielleicht habe ich ein bisschen was an den Settings gefehlt. Ja, das kann sein. Wir können demnächst, wenn wir zusammen zocken, können wir mal drüber schauen. Frames, hast dich wieder versöhnt mit Chantal? Genau, Julian, lad dir mal ein VOD runter und dann machst du Rechtsklick Eigenschaften und schaust, was für eine Bitrate du in dem VOD hast. Ey, das wäre so genial, wenn Twitch jetzt mal die Bitrate etwas höher pusht, ne? Dann hätte ich auch, dann hätten wir auch super Qualität auf YouTube Bontobi TV direkt. Ich weiß, dass das eine blöde Frage ist, aber wie kommt man mehr Zuschauer? Das ist keine blöde Frage, Scania. Ich empfehle da. Links halten. Ich mache das ja nicht mehr, aber ich habe es am Anfang gemacht. Aber ich hatte das Glück, dass mir auch die Spiele Spaß gemacht haben. Ich empfehle dir, Spiele zu nehmen, wo du in kürzester Zeit viele Leute erreichen kannst. Wären zum Beispiel Spiele wie Rocket League, wo eine Runde 5 Minuten geht und du potenziell 5 Zuschauer, potenzielle Zuschauer erreichen könntest. Spiele wie Formel 1, wo du mit 19 anderen Leuten in einer Lobby bist. Potenzielle Zuschauer. Ne? Also wenn du wirklich gezielt Reichweite generieren möchtest. Nein, nicht unbedingt Trendspiele. Halt wirklich Spiele, die kurz, knackig sind und wo sich die Lobbys ständig ändern mit random Leuten. Dann ist es natürlich von Vorteil, wenn du aggressiv Marketing in Form von Twitch-Benutzername drin hast und so, ne? So kann man schon ein bisschen Reichweite generieren. Aber das kann auch ganz schnell in eine andere Richtung gehen, weil du dich dann am Ende gefangen fühlst bei nur einem Spiel und dich gezwungen fühlst, das tagtäglich zu machen, weil du gemerkt hast, okay, da kommt doch was her. Da generiere ich Reichweite, bleibe ich jetzt. Und am Ende macht der Stream dann gar keinen Spaß. Ich mache das nicht. Ich mache bei dem Grind nicht mehr mit. Aber ich weiß, wie es geht. Ne? Also bei mir lief halt am meisten Formel 1. Ich habe ja als Formel 1 Streamer angefangen und auch wirklich jahrelang Formel 1 geballert. Und so auch die Community aufgebaut. Aber ich mache das mittlerweile nicht. Ich mache das, worauf mir
worauf ich Bock habe gerade. Und ich empfehle dir, mach deine Zuschauerzahlen, deine Zuschauerstatistik, mach sie aus. Mach sie aus. Es gibt zwei Arten von Streamern, Leute. Ein Streamer, der streamt, als wenn er ein Let's Play machen würde. Und ein Streamer, der eigentlich kein Streamer ist und einfach nur zocken möchte und gerade auf Stream gedrückt hat. Ich bin manchmal beides. Müsst ihr für euch selber entscheiden, was euch am liebsten ist. Also ich meine das zum Beispiel, um euch Beispiele zu geben. Zockst einfach vor dich hin und redest nicht. Redest gar nicht. Quatsch nicht. Du redest nur, wenn was im Chat passiert. Sonst kommentierst du gar nichts. Zockst einfach vor dich hin. Die andere Art ist, du zockst ein Spiel, als wenn du ein Let's Play machen würdest. Du kommentierst, du erklärst dich, du liest alles fleißig und pipapo. Ich mach mal so, je nachdem, wie ich gerade drauf bin. Schon geil in der VOD, kaum Verlust, aber lade es eben runter. Ja, mach mal und schau dir die Eigenschaften an. Ich rede gern mit mir selbst. Das sind die geborenen Let's Player Elite. Ich mach das ja auch. Und mittlerweile kann ich ja auch sagen, okay. Also kann ich mich damit besänftigen, dass ich ja auch YouTube mache. Und da den Kanal so ein bisschen aufbaue. Und auch sehe, dass da Leute auch wirklich die Sachen sich anschauen. Was ich schon ziemlich cool finde. Natürlich im niedrigen Niveaubereich, aber. Klar motiviert das schon, aber. Also bring dir da ganz schnell bei, dass du eigentlich für dich selbst zockst. Dass es eigentlich nur um deinen Spaß geht. Und dann ist alles fein. Dann sind die Zahlen sowieso scheißegal. Also mir ist es auch egal. Weil Leute, ganz ehrlich, guck mal, je nachdem, was ich zum Beispiel auf TikTok streame, ich habe auf TikTok teilweise 150 bis 200 Zuschauer. Vor allem so, wenn ich irgendwie Main Games oder so mache. Ne? Also wenn du jetzt nur nach Zahlen gehen würdest, könntest du ja auch sagen, okay, scheiß auf Twitch. Ich bekomme sogar Geschenke und Geschenke, keine Ahnung, was das alles ist auf TikTok. Aber das juckt nicht, das ist mir egal. Gut, lesen ist bei mir nichts, weil keiner was schreibt. Ja, aber genau so darfst du nicht denken, Scania. Brabbel einfach vor dich hin. Brabbel vor dich hin. Weißt du warum? Vergiss nicht, guck mal, bei Twitch ist das so. Auch wenn bei dir eine Null steht, Zuschauerzahl, ne, auch wenn bei dir eine Null steht, Scania, kann es sein, dass da Lurker sind. Kann sein, dass die Leute trotzdem zuschauen. Als Zuschauer wird auf Twitch nur gezählt, wer Lautstärke anhat. Aber wer lurkt oder sowas, oder Lautstärke komplett runterdreht, der wird nicht als Zuschauer gezählt. Deshalb müssten bei mir auch die Zuschauerzahlen schwanken. Also ich habe gestern die Statistiken mal geguckt, so von gerade von 60, 70 runter auf 30, 40, je nachdem, ne, ob sie dann kurz mal wieder Lautstärke anmachen, ausmachen. Oder auch viele Leute, die von TikTok jetzt rüberkommen, die gar keinen Twitch-Account haben. Das sehe ich auch. Und das zeigt Twitch zum Glück auch in der Statistik, dass sie von TikTok kommen. Das finde ich mega cool. Dass man sowas jetzt einsehen kann. Da wundern sich die Leute dann ja auch meistens. Das sind Leute ohne Accounts. Die stehen halt nicht in der Benutzerliste. Wusstest du, dass wenn man eine Scheibe mit einem Wobbel in der Mitte eine Butzenscheibe nennt und der Wobbel durch einen Metallstab entsteht, den ein Glasbläser früher verwendet hat? Und wusstest du, dass ich all diese Fakten im Kopf habe und nicht google? Ey, kann den mal bitte einer schlagen? Rechts halten. Mach das mal bitte einer, aber so richtig knallhart, so auf die Fresse einmal. Ich dachte, ich laber so viel Scheiße, aber hallo? Was ist nur los mit dem Jungen?
Skania, du hast frisch angefangen, ne? Mach einfach. Mach einfach. Zock einfach los. Fertig. Immer geradeaus. Es gibt für Twitch keine Formel. Und es wird diese Formel auch nie geben. Der eine hat Glück, der andere weniger Glück. Kann sein, fang jetzt an zu streamen, kann sein, dass du nächste Woche ab durch die Decke gehst. Kann alles sein. Es gibt keine Formel. Twitch ist ein täglicher Grind. Und vor allem in der jetzigen Zeit, also es ist halt nochmal schwieriger, irgendwie aufzufallen, weil mittlerweile jeder Gamer so fast am Stream ist, ne? Richtig, genau. Immer deinen eigenen Spaß im Vordergrund behalten. So mache ich das. Und deshalb, ne? Also das Ganze, was ich vorhin so gelabert habe. Und darum ging es ja auch bei der Sache, ne? Um den Spaß beizubehalten, um den Spaß zu bewahren, den ich hier habe. Um meinen Zufluchtsort zu bewahren. Und dafür tue ich alles. Also ich werde mein Leben lang hier streamen. Solange es Twitch gibt, werde ich auf Twitch sein. Wenn alle anderen untergehen, wird der Don immer hier sein. Und mit Spaß meine ich nicht Valorant. Das beste Spiel von der Welt. Wusstest du, dass die Elderbäume häufig mit dem Tod in Verbindung gebracht werden? Weil diese Gase absondern, weshalb Leute, die früher darunter ein Nickerchen gemacht haben, halluzinierten oder sogar starben. Wo finde ich diese Bäume? Im Notfall streamt Don auf Facebook. Habe ich auch schon gemacht, Frames. 2016, als ich angefangen habe mit dem Stream. Wir haben über Restream gestreamt. Wir haben gleichzeitig auf 5, 6 Plattformen gestreamt. YouTube, Twitch, Facebook, Periscope. Einfach, wir waren überall live mit der alten Truppe. Biege nach rechts ab. Und sich keine Fehler einreden. Genau. Absolut. Ey, absolut. Das ist die Message des Tages. Red dir. Warte, das nehme ich auch als Titel. Moment, muss ich aufschreiben. Rede dir keine Fehler ein. So, Punkt. Rede dir keine Fehler ein, denn das, was du da machst, das hier ist dein Hoheitsgebiet. Das ist dein Königreich. Oft auf Friedhöfen, was es nicht besser macht. Ja, aber dann hat man es ja nicht so weit auch dann, ne? Try, eigentlich ist das schon gut. Wusstest du, dass Frauen früher als Hexen bezeichnet und verbrannt wurden, nur weil dir auffiel, dass dein Brot, nachdem sie da war, schimmelig war? Echt? Also du hast Damenbesuch bekommen und die Dame ging weg und dann dachtest du dir, okay, ich mach mir mal Abendbrot. Und hast dann gemerkt, oh, ist mein Brot ist ja am Schimmeln. Oh, das war bestimmt eine Hexe, die ich vorhin gebumst habe. Krass. Es ist sowieso eine kranke Zeit gewesen wahrscheinlich, ne, damals. Mit Hexenverbrennung und so weiter. Ich war letztes Jahr im Hexenmuseum in... Ach, boah, wie hieß die Stadt? Lemgo? War das in Lemgo? Ja doch, es war glaube ich in Lemgo, da habe ich auch Headstyler besucht. Was für Gerätschaften die da hatten. Um diese Hexen zu foltern und so, Alter, es war echt krank. Genau, Hexenmuseum, Lemgo oder so hieß das.
Wir müssen tanken. Das ist einfach Valo aus dem Spiel. Ey, ich habe wieder Bock auf Valo. Brauchen wir wieder ein bisschen auf die Fresse. Und da ist doch Tankstelle. Ach, egal, komm, egal. Fahr ich weiter. Ich komme hier gar nicht mehr mit, ey. Ey, das ist gerade echt gut, dass ich müde werde. Scheiße, Termin morgen. Ach, ich glaube, das wird so zur Anfangszeit, Julian. Dass CS2 da wieder so High Peak und so hat, ne? Aber ich glaube, die Zahlen, die werden im späteren Verlauf schon bei Valorant auch gleich bleiben. Aus welcher Region kommst du? Ich wohne in Gelsenkirchen. Kannst mich auch direkt fragen, wo ich herkomme. Alles gut. Ich lebe um Schalke, auf Schalke, in Schalke, ab und zu unter Schalke. Je nachdem, wie ich gerade Bock habe. Wusstest du, dass für ein Filmset des ersten Harry Potter Teils der Eingang des Studios mit einem Vorschlaghammer zerfetzt wurde, weil ein riesiges strählendes Einhorn nicht durch die Tür gepasst hat? Ein Einhorn? Gab es ein Einhorn im Film? Ich habe kein Harry Potter gesehen. Ich mag diese Brillenschlange nicht. Komm aus Karlsruhe. War unten irgendwo, ne? Jodi hat 8157 Gesamtbitrate. Schau mal, ob du deine Audiobitrate auch ganz hochgestellt hattest, weil das kannst du auch hochstellen. Die arbeiten separat voneinander, Julian. Kannst die Audiospuren alle hochstellen von der Bitrate. Die Videobitrate ist davon nicht mehr betroffen. Kannst du höher stellen, die Audiobitrate. Auf 320, glaube ich. Wenn du auf Audio gehst. Da müsstest du, wenn du streamst, musst du dann ungefähr so bei 820 oder 830 sein oder so. Audio, sehr wichtig. Gib Raum, gib deinem Audio Raum. Genau, Prozessor Prio höher als normal. Ja, das stimmt. Dankeschön, Elite. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht. Träum von mir. Und danke für die Message. Die werden wir uns alle zu Herzen nehmen und uns auch daran halten. Gute Nacht. Genau, 320, genau, Julian. Kannst alles auf 320 ballern. John liebt Köln, vor allem den Verkehr und die wenige Personenanzahl. Das ist gelogen, das stimmt nicht, Chantal. Hör auf, hier Unsinn zu verbreiten. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Dirty Driver unterwegs. Dirty Driver. Oh Gott, ich bin gerade echt nicht on point. Biege nach rechts ab. Ich brauche eine Tanke. Bis die Tage, bye bye. Ja, Chantal hat gelogen. 27p ist eh klar. Ja. Die Sache ist, Julian.
Die Sache ist, guck mal, ich habe Ultrawide 27p, aber meine horizontale Auflösung ist fast bei Full HD Auflösung, weil Ultrawide, ne? Also 1720 habe ich. Bei dir wären es ja dann 1920x1080p, brauchst du nicht, nimm vielleicht einen da drunter. Nimm die goldene Mitte. Wusstest du, dass es eine englische Bibliothek gibt, wo die Bücher so alt und trocken sind, dass man Angst hatte, da Licht installieren zu lassen? Das glaube ich dir. Bitte links halten. Ich werde jetzt aber auch gehen, da die Arbeit morgen wieder ruft. Alles klar, Scania. Schlaf schön. Ich fahre hier noch ein Weilchen. Ich habe ja noch ein bisschen was zu tun. Brauche noch 4 Skillpunkte. Dann haben wir es geschafft. Ja, kannst du eigentlich auch so lassen, Julian. Wie gesagt, also mit 8000 und kriegst du da eigentlich auch eine gute Quali rein. Umso höher du mit der Auflösung gehst, umso verpixelter. Ich meine sowieso, das ist also Full HD Stream bei 8000. Hat früher schon keinen Sinn gemacht. Früher haben die Leute in Full HD gestreamt, wo Twitch nur 3500 Bitrate zugelassen hat. Das sah aus, sage ich euch. Das sah aus. Ja, mit Sicherheit, Scania. Man sieht sich bestimmt. Wusstest du, dass zum Dreh des Harry Potter Films die Dampflok zu starke Funken geworfen hat, dass die große Flächen der schottischen Highlands in Brand gesetzt haben? Echt? Krass. Alter, du bist ein richtiger Harry Potter Freak, bist du, ne? Das erklärt schon ein bisschen einiges gerade. Boah, ich kann den absolut nicht leiden. Also nicht dich, Try. Ich meine dich nicht. Ich kann dich schon ein bisschen. Du Pfeife. Dass mir das noch passiert ist. Ja, und was jetzt? Tank leer! Ach, ey, also diese Folge da darf es nicht geben auf WaterBee TV. Nein, nein, das dürfen wir so nicht veröffentlichen. Scheiße! Notfallbetankung. Sie warten auf den Notfallbetankungsdienst. Okay, ich kann 134 Kilometer fahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da vorne ist eine Tanke. Da geht's jetzt erstmal hin. Ey, wird das, also kriege ich dadurch minus EP? Dann habe ich echt ein Problem. Meine Fakten müssen alle mit rein. Nein. Nein. Ich biete Harry Potter biete ich keine Plattform. Nee, mach ich nicht. Du bist scheiße. Das stimmt sogar. Das stimmt sogar. Skill hat endlich mal recht. Glaube keine Minus XP, wenn du pünktlich bleibst. Okay. Das beruhigt mich gerade mega. Ich kann es mir nicht leisten, Minus EP zu bekommen. Ich, Alter, 2400 Kilometer bin ich gefahren. Bisher noch 1600.
Eben wollte noch eine gute Nacht wünschen. Dankeschön, Schatz. Vielen Dank. Bedeutet mir sehr viel. Wenn du mir keine gute Nacht wünschst, dann habe ich auch keine gute Nacht, Skill. Du bist ja auch mit Abstand die wichtigste Person in meinem Leben. Und ich find's echt klasse, dass du dir die Mühe machst und hier reinkommst, mich beleidigst und mir dann trotzdem eine gute Nacht wünschst. Sehr, sehr angenehm, sehr freundlich von dir. So, jetzt bin ich da auch nicht reingefahren. Sehr schön. Fahren wir weiter. Julian, gute Nacht. Geht einfach alles schlafen. Ihr müsst euch das echt nicht ansehen, was hier gerade passiert. Ich glaube, ich brauche noch einen Red Bull. Wo ist denn die nächste? Da vorne, aber da müsste ich auch wieder raus. Wäre auch da irgendwo. Fuck. Ach, geht ja klar. Ist ja dann sofort hier. Was ist denn eine Butzenscheibe? Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Bitte. Ich lege mich zu Bette. Ich wette, du bist ne Nette und ich der Fette. Denn ich liege an der Kette. Ja, okay. Alles klar, Chantal. Die Scheibe mit dem... Scheiße. Ja, ich hab's verstanden. Jetzt hau ab. Die Scheibe mit dem Wobbel. Habe ich doch so schön beschrieben. Try. Ich lese alles, was du schreibst, aber ich verstehe es nicht. Also mach ruhig weiter. So. Und dann rechts halten. Ich mache mir jetzt natürlich auch schon Gedanken drüber, was wir als nächstes in dem Bereich uns mal anschauen könnten. Also ETS haben wir durch, ATS haben wir jetzt in Kürze auch durch, also spätestens morgen. Ich habe ein Auge auf SnowRunner. Oder wie hieß das? Matt noch was? Irgendwas? Keine Ahnung. Und dann habe ich gestern, wurde mir noch ein Spiel empfohlen. Go-Kart. Das sah auch mega gut aus. Oh, jetzt kann ich sogar durchfahren komplett. Sehr schön. Können wir ein bisschen Highspeed abgehen hier. Also zwei Skillpunkte hole ich mir auf jeden Fall ab heute. Das schaffe ich, glaube ich. Wusstest du, dass Delfine auf Kugelfischen rumlutschen wegen ihrer giftigen Absonderungen, die Halluzinationen verursachen und von den Delfinen dann in der Gruppe wie ein Joint rumgereicht werden? Ich meine, das habe ich mal gelesen auch, ja. Die haben ein Leben, ne? Oder ich hab's, glaube ich, in irgendeinem Beitrag habe ich das mitbekommen.
Aber das kann doch nicht sein, dass du die ganze Zeit von sowas geplagt bist, so. Oder geplagt wirst. Try. Nein, das ist ja Bullshit. Brauch mal ein paar Joints. Vielleicht solltest du es genauso machen wie die Delfine. Rechte Spur. Overtake Button. ERS, DRS, gib ihm. Oh mein Gott! Nichts passiert. Overtake. Und jetzt ein krankes Manöver. Komplett auf die linke Spur. Antäuschen. Und wieder zurück. Wow! Body. Ja, aber Top Speed. Oh oh. Hau ab! Hau ab! Verpiss dich! Verpiss dich! Ich bremse dich ab! Ja, aber klar. Was stand da vorhin? Daddy ist beigetreten. Krass. Ich glaube, ich gehe mal ins Bett. Besser ist. Besser ist. So viel dummes Zeug, was du so von dir gibst seit einer Stunde. Jetzt glaube ich schon lange im Bett sein sollen, Try. Trink nochmal deine Milch zu Ende und ab ins Bett. Und morgen ist, sieht alles schon anders aus. Morgen ist die Welt wieder gut. Gute Nacht, schlaf gut. Wir hören uns, Brudi. Ja, schon. Wer sich für... Also die Harry Potter-Fakten so, die Katz für dich behalten. Alles andere sauge ich auch auf. Ich bin ja auch wissenshungrig. Ich mag sowas. Ich bin ja auch so ein Doku-Fan. Jetzt hau ab. Wir machen mal zusammen so eine Doku-Sendung. Schauen uns den ganzen Tag Dokus an. Über Delfine. Was ist das für ein Ghetto da hinten? Krank. Bezuare alias kotze Klumpen zum NT dippen. Alles was du sagst, für alles was du sagst, Hauptsache du gehst jetzt ins Bett.
Oh, jetzt hätte ich Bock auf so ein... auf so ein Split-Eis. Wird wieder richtig warm gerade hier. Kampf der Giganten. Bitte rechts halten. Habe ich gemacht. Sweetie Sully, danke fürs Zahlen, herzlich willkommen. Welcome TikTok. Oh, das ist mal eine geile Strecke, ey. Einfach Gas geben hier. Ist auch nicht so voll gerade. Boah, ich wünschte, ich wäre mal wieder voll.
rechts halten. San Antonio. Ich glaube, die meistbesuchteste Stadt von mir in ATS. Oh, es ist schön leer. Irgendwas ist da los? Ja, okay. Hauptsache keine Baustellen.
2 Stunden schon um. Okay, halbe Stunde haben wir uns verquatscht. Gleich ein bisschen mehr. Danke fürs Zahlen. Oh, ich wünschte, ich könnte mich jetzt auch in 2 teilen. Werd wieder so müde. Und das nach 2 Stunden ATS. Wird immer schlimmer. Bitte rechts halten.
links halten. Muss mal kurz die Restzeit abchecken hier. Restzeit 71 Stunden. Easy, ey. Hätte man eigentlich auch pennen können. Nach rechts ab. Bitte links halten. Oh, 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 fuck off, Mann. Da müssen wir neu laden. Das ist viel zu viel Damage. 1, 11. Oh, 4 Minuten.
Oh, fuck. Naja. Auf geht's. So eine Scheiße, aber... Wie lange der jetzt einfach braucht, um auf Tempo zu kommen. War doch schon ein Stückchen, ey. Bitte links halten. Gleich kommt die Stelle.
Tanken tue ich, wenn ich angekommen bin. Kann sein, dass ich mich irgendwie rumporten möchte. Brauche Volltank für. Ey, was geht, Crazy, Alter? Schön, dass du da bist. Ich muss den Chat mal ein bisschen höher ziehen. Ich sehe viel zu spät, was auf TikTok passiert. Wie läuft's, Crazy? Alles gut? Machst du wieder Nachtschicht? Muss in 4 Stunden wieder raus. Ja, dann gar nicht mehr schlafen, oder was? Oh, Bitte links halten. Oh, die längste Tour bis jetzt gleich vorbei. Wie viel waren das? 4009 Kilometer. So, ich könnte hier schon mal jetzt tanken. Erster Aufenthalt in Brownsville. Immer geradeaus. Neue Route finden. Ja, hier rein. Neu berechnen. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Okay. Lass uns. Ach, muss Frühschicht übernehmen. Spontane Aktion oder was? Das ist ja ekelhaft. Bitte machen Sie eine Kehrtwende. Was habe ich denn jetzt gemacht? Wo ist die Scheiß-Tanke? Lol. Das ist ja super. Oh, ich fahre jetzt wirklich noch mit der Spitze rein. Dann fahre ich hier wieder raus. Ich bin eigentlich durchgängig im Dienst. Hast ja auch einen wichtigen Job. Neu berechnen.
Crazy ganz gut. Mir geht's gut. Familie geht's gut. Ich bin ein bisschen müde. Ich bin auch des Fahrens müde. Aber ATS geht ja nicht mehr lang. Ansonsten alles fein. Läuft alles. Bis auf das Wetter. Wetter ist halt sehr... sehr wechselhaft. Kann sich nicht entscheiden, ob warm, schwül oder ein bisschen kühler. Ich mag das nicht. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Ja, lustig ist es immer, crazy. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Oh, in meine Augen schweifen wieder ab. Und es kann uns sein, dass ich nach 2 Stunden, 2,5 Stunden ATS so müde werde. Was ist hier los, ey? Es kann wirklich nur an ATS liegen, weil ich kenn mich so nicht. Ich streame jetzt 10, 11 Stunden und mir geht's normalerweise gut. Habe ich keine Probleme mit. Was mit Cristiano Dienst? Was macht Cristiano so besonders? Immer geradeaus. Außer seinem Namen. Uff. Immer geradeaus. Halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Hier endet es. Hier endet es. Oh, das sieht ja schön aus. Am Hafen. Oh, selber parken brauchen wir nicht, bringt ja nichts. Ja, jetzt bin ich gespannt. Boah, das ist so gut. 7400.